Hallo liebe Freunde, hier ist ein neues Video von Lars VA Channel. Diesmal über meinen 1974er Dodge Challenger. Wir haben den Wagen hier mit offener Motorhaube, damit wir hier gleich einen kleinen Blick auf das Kraftwerk setzen können. Da steht drauf 440 4 Barrel. Das war auch mal ein 440, ist aber inzwischen gestroked auf 500 Cubic Inch, also 8,2 Liter. Mit Indie-Heads, mit allem, was nötig ist. Eine Auspuffanlage, die sich auch recht ordentlich anhört. Und das, was man im Hintergrund summen hört, das ist die recht prägnante elektrische Spritpumpe, die er aber auch braucht, um sozusagen das Thema am Leben zu erhalten. Ich mache jetzt mal den Motor aus. Weil hier, wie man sieht, das Ganze ist vor ein paar Jahren mal komplett neu aufgebaut worden. Hier sind Fächerkrümmer drin, die Zylinderköpfe, die man da sieht, sind Indie-Heads und obendrauf ist auch eine Holly Street Dominator-Spinne, alles in Original-Orange angestrichen, damit es auf den ersten Blick halt original aussieht. Original-Luftfilter obendrauf und ich schließe das hier mal vorsichtig wieder. Wie man sieht, wurde hier einiges nachgearbeitet. Er hat letztendlich hier die Haube mit den Hoodpins. Das muss jetzt nicht alles absolut zeitgemäß sein. Also bei dem Auto ist es so, dass hier bei dem Challenger einige RT-Teile verbaut worden sind, obwohl das hier ab Werk kein RT ist, sondern ein Fahrzeug, das man später auch mit größerem Motor und allen möglichen anderen Themen nachgerüstet hat. Also letztendlich hier nichts, was total original ist, aber das ist mir jetzt letztendlich, wenn man nicht gerade das Ganze als Museumsbetrieb begreift, dann auch egal, weil ich natürlich auch gerne Freude an Fahrzeugen habe, die ein bisschen modifiziert sind. Das Auto hier hat, wie man sieht, größere Räder drauf, größere Stabis drin, einen stärkeren Motor, einen etwas geänderten Stall-Converter. Sieht aber ansonsten weitestgehend original aus und das ist eigentlich so die Kombination, die mir immer am besten gefällt, ein originaler Look. In Kombination mit leichten Verbesserungen. Sorry für das Telefon, aber ich habe es vergessen, vorzeitig auszumachen. Ja, wie man sieht, das Auto in Triple Black, also Double Black. Letztendlich hat es schwarze Lackierung, schwarze Innenausstattung. Ich habe auch noch die schwarzen RT-Streifen, die man hier noch drauf machen könnte. Die Lackierung, weil die auch schon ein paar Jahre alt ist, hat ein paar kleine Macken. Hier vorne sieht man ein paar Steinschläge. Das Auto ist also auch gefahren worden. Ich muss aber sagen, das ist mir zum Teil lieber, als wenn ich Fahrzeuge kaufe, die irgendjemand mal aufgebaut hat. Und dann war das Ding so perfekt, dass er sich nie mehr getraut hat, damit zu fahren. Weil das Problem ist, bei den Autos werden dann auch nie die ganzen Kleinigkeiten ausgebügelt, die so ein Fahrzeug einfach hat, nachdem es neu aufgebaut wurde. Es gibt dann einfach immer noch jede Menge kleine Fehler, die ausgebügelt werden müssen, jede Menge Dinge, die noch nicht perfekt sind, die richtig eingestellt und aufeinander abgestimmt werden müssen. Und das ist halt bei Autos in der Regel passiert, mit denen jemand auch jahrelang auch mal Strecken gefahren ist. Und dann hat man ein Auto, das zwar optisch ein paar kleine Macken hat, das aber auf der anderen Seite dann zumindest das, was die Amerikaner so dialed in oder fertig eingestellt ist. So dass ich auch bei diesem Auto sagen kann, so wie das kam, muss ich da eigentlich nichts mehr dran machen. Das wäre also jetzt wirklich unnötig, da das Auto eigentlich schon ziemlich genau so fährt, wie ich mir das vorstelle. Und vor dem Hintergrund war das natürlich auch aus meiner Sicht ein sehr guter Kauf. Ja, natürlich sind beim Challenger die Jahrgänge 70, 71 mehr gesucht. Im Wesentlichen unterscheiden die sich natürlich durch die Front- und Heckblende, wobei mir jetzt hier diese 74er Heckblende mit diesen versetzt eingestellten Rückleuchten auch ganz gut gefällt, mit der mattschwarzen Lackierung. Und ich würde mal sagen, dass der 73er, 74er Grill, den wir hier natürlich auch haben, aus meiner Sicht zumindest, wenn man das alles in Schwarz hat, gar nicht so schlecht aussieht. Also ich denke mal, das kann man so lassen. Ich möchte das hier auch nicht versuchen, aus einem 74er irgendwie krampfhaften 71er zu machen. Es gibt die Umbaukits, mit denen man das machen kann, aber das würde ich dann auch schon für übertrieben halten. Ich lasse es dann lieber so, wie es ist und bleibe beim, ja, kann man hier gar nicht sagen, Originalzustand, aber beim Zustand, den der Wagen hat. Also für mich sind die Dinge, die mir wichtig waren, dass er die RT-Hood hat, dass er hinten diesen großen Fuel Cap Benzinverschluss hat. Der sieht doch wirklich super aus. Das ist ein Riesending.
Und das ansonsten eben auch mechanisch super fährt. Man muss auch schon sagen, was der Motor so auf die Straße bringt, das ist schon ganz ordentlich, aber die haben es nicht übertrieben, keine zu radikale Nockenwelle. Das ist wirklich zivil und fahrbar, hat trotzdem Leistung. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr gut gemachtes Muscle Car und so von der Reaktion der Leute, die meine Sammlung besuchen, kann ich sagen, das ist auch immer so, wie man so schön sagt, ein Crowdpleaser. Das ist eins der Autos, die es irgendwie alle cool finden. Und der hat irgendwie sowas Böses, Gangstermäßiges, wenn man damit rumfährt, dann kriegt man schon den notwendigen Respekt. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Fahrzeug hier auch gefällt und dass ihr euch die anderen Videos, die ich habe, auch noch anschaut. Und damit möchte ich jetzt mit einem letzten Blick auf das beeindruckende Heck dieses Challengers, dieses Video beenden. Bis dann, tschüss.